ernähre ich mich hier diesen Standort. Das ist der vermisste Jäger und ich soll mit Biffy Lou beim Schwimmergebirge-Lager sprechen. Das ist hier vorne. Hallo Freundin, wie wäre es mit einer Mahlzeit und einer Geschichte? Diese Aromen erfreuen den Gaumen und den Geist. Klingt wunderbar. Was kochst du? Oh nein, mein Kind, du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentu lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo finde ich die Zutaten? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze, das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, meine junge Sarentu. Und dieses ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Lass dich von mir anleiten und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Okay. Ich habe unbewusst eine neue Quest angefangen. Mal wieder die umgekehrte Quest. So. Es ist nicht schlecht, aber es ist bloß für jemand, der das alles schneiden will, schwer. Nein, ich werde diese Quest nicht folgen. Ah, die Sarentu. Rey wollte die Himmelsmenschen beobachten und sie herumstolpern sehen. Okay, ich hoffe, ich nehme sich noch drei neue Quests an. Lorei will sicher nicht, dass wir uns in ihre Angelegenheiten einmischen, aber du kennst die Himmelsmenschen. Wir nicht. Und Lorei ebenfalls nicht. Kannst du sie vielleicht beim schattigen Hain treffen? Verloren und gefunden. Und eine neue Quest angenommen. Ein Sturmgleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Nun, noch eine neue Quest angenommen und lass mich raten. Ich weiß, warum du hier bist. Ich will helfen. Oder mich überwachen. Etua schickt dich. Sie will nicht, dass ich Gatnat verrate, was sie tut. Etua macht sich nur Sorgen um Etu. Typisch Sarentu. Immer diplomatisch. Hoffentlich. Irgendwann. Vielleicht brauchen wir deine Diplomatie. Wir sind keine Kämpfer und diesmal zu weit gegangen. Was meinst du? Die Himmelsmenschen kommen immer näher. Also wehren wir uns. Nur wir drei. Damit Gatnat nichts bemerkt. Sonst ist immer alles in Ordnung. Wir kehren zurück. Feiern. Aber diesmal hat es Etu nicht geschafft. Er braucht mich. Ich muss los. Ich begleite dich. Ich folge unseren Spuren. Du hast keine Ikran. Ich kann hier suchen. Vielleicht sind Sommei und er näher, als du denkst. Vielleicht. Man findet ihn oft bei den Steinsäulen, den Hügel hinunter. Am Fuß der Klippen ist eine Höhle. Check deine Ausrüstung. Die Himmelsmenschen sind in Gruppen unterwegs. Und nimm die großen Blätter, um deinen Fall aufzufangen.
Der Heiwu muss Stärke erlernen. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Doch, ich habe die... Ich werde sie weiter verfolgen. Diese großen Blätter sehen dünn aus. Gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Welch Gaben? Kochst du? Ein wandernder Jäger aus der Höhenprärie gab mir dies. So, dann wollen wir mal.
Das ist der Ort. Aber was noch? So nicht. Ein Ikran-Kopfschmuck. Das Leder ist gerissen. Ein Arana-Hellbogen. So stark benutzt, dass er zerbrach. Ganz frisch. Nahrung wurde nicht aufgegessen. Etus Kopfschmuck. Wo ist er hin? Nein. Nein. Nein, nicht jetzt. Es hat vielleicht zu tun mit... Etu rastete hier. Etwas hat ihn unterbrochen, bevor er essen konnte. Es hat vielleicht zu tun mit... Sieht falsch aus. Etwas wollte hier unbedingt raus. Fliehen oder jemanden verfolgen. Ich denke nicht. Nein. Nein. Ein Na'vi hat wohl den Kampf gewonnen. Nein, nicht jetzt. Aber was noch? Ein Na'vi hat gegen die RDA gekämpft und die Oberhand behalten. Dann zerbrach der Bogen, musste fliehen. Es hat vielleicht zu tun mit... Ein Ikran hat hier gekämpft. Sein Kopfschmuck ist dabei gerissen. Er kämpfte sich nach draußen. Etu und Somei. Ein Kampf. Sie wurden in der Höhle gefangen, konnten aber fliehen. Ist das Ikran-Blut? Wir können dem Geruch folgen. RDA, ich beeil mich besser.
Danke für die Gaben. Verloren. Ich habe sie gehört. Da lang. Thank you.
komme ich hier raus? Etu, ich bin's, deine Schülerin. Sarento? Wie hast du mich? Etua hat mich geschickt. Immerhin hast du etwas von mir gelernt. Und jetzt hol mich hier raus. Die Tür klemmt. Moment, ich werde es versuchen. Strom. Ich werde das reparieren. Mädchen. Hilfe! Es funktioniert nicht! Okay, jetzt sollte ich hineinkommen. Ich glaube, das war's. Der Metallvogel ist eine Falle. Sorry, ich wollte dich herauslassen. Meine Ekel, Zomi, ist sie... Immer noch am Kämpfen. Sie hat mir gegen die RDA geholfen. Die Himmelsmenschen haben uns getrennt, mich in die Enge getrieben. Sie haben auf sie geschossen, über ihre Qualen gelacht. Sie jagen ohne Not. Wir müssen hier raus, bevor noch mehr kommen. Ich muss zu ihr. Ich weiß. Diese Metallklappen am Boden bekomme ich auch nicht auf. Feuer! Zurück! Mist! Ich muss diese Türen aufbekommen.
Bist du okay? Wir sind dem Metallvogel entkommen. Das war knapp, Sarentu. Nur so gleiten wir durchs Leben. Das war zu knapp. Ich danke dir, Elanai. Somei hat uns gerettet. Sie ist eine legendäre Ikran. Zusammen schaffen wir alles. Ich habe gesehen, wie das Metallding geschossen hat, als sie es zerfetzt hat. Ich muss Etuwa davon erzählen. Etu, du bist verletzt. Lass mich dir helfen. Nicht der Rede wert. Ich rufe Somei und fliege los. Ich hätte sie nie verlassen dürfen. Sie ist verletzt und allein. Sie kann nicht weit sein. Somme ist stark und tapfer. Wir finden sie. Gemeinsam. Wir müssen sie finden. Du hast dich noch nicht gebunden. Du verstehst das nicht. Sag's mir. Es ist einzigartig. Ihr fliegt vereint und denkt vereint. Ich hoffe, irgendwann auch so eine Bindung zu haben. Das hoffe ich auch sehr. Ich glaube, ich habe sie gehört. Hier lang! Wie hast du sie gewählt? Sie wählte mich. Sie hat mir vertraut. Und jetzt... Ich darf sie einfach nicht verlieren. Etu! Wir müssen aufhören. Nein! Somme braucht mich! Ruh dich aus. Such weiter nach ihr. Finde ihre Fährte. Ich komme nach. Schnell, sie ist hier! Somme! Was haben sie dir angetan, Schönste? Ich bin jetzt da. Teile deine Schmerzen mit mir, Somme. Lass mich helfen. Wir müssen nach Hause, Somme. Du musst kämpfen, damit wir gemeinsam heim können. Du versuchst es gar nicht. Du solltest doch... Verlass mich nicht. Bitte. Es tut mir leid. Können sie doch retten, oder? Kehre zurück zu Ewa. Bis die flüsternden Winde uns erneut emporheben. Freunde. Ich kam zu spät, Etu. Es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Sag Etuwa und Wefilo, dass ich in Sicherheit bin. Dank dir. Ich muss Somis letzten Flug ehren. Vielleicht können wir es gemeinsam tun. Beim Heimatbaum. Ich lasse dir etwas Zeit.
Okay, ja, damit hätten wir das jetzt abgeschlossen. Ich habe ja gesagt, ich habe jede Menge Quests gemacht, aber durch die Augen Apas ist jetzt wieder eine Hauptquest, die ich machen kann. Und gibt es auch so ein paar kleine Nebenquests, die ich erledigen kann. Die sind auf Stufe 3 und hier dabei Sachen, die ich machen kann, weil meine Rüstung das noch nicht hergibt. Und sehr wahrscheinlich werde ich dann auch noch anfangen müssen, mich. Oh, ich bin schon Stufe 5. Wow. Muss ich auch demnächst anfangen, noch ein paar Sachen zu craften. Ansonsten komme ich nicht voran. Dann würde ich mal sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird eine wilde Schneiderei werden. Werdet ihr schon sehen. Leider. Und bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Have fun, neuer Abraham. Ciao.